und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ihr seht hier das Chaos. Wir wollen immer noch Fliesen legen. Und der Fliesenleger kommt nicht zu Potte. Naja, egal. Ich wollte euch mal meine Favoriten zum Stricken zeigen. Und zwar fangen wir am besten an mit, ihr seht es schon, Wolle, ne? Also für Socken nehme ich gerne von Gründel Sockenwolle oder auch diese. Von Regia, also irgendwelche Sockenwolle. Dann habe ich hier schon mal, ich glaube im Rewe oder in irgendeinem Edeka. Dann, was haben wir denn hier noch für Sockenwolle? Auch so, also ihr seht, alle möglichen Sockenwollarten hole ich. Was haben wir denn hier? Ne, hier habe ich bunte Sockenwolle. Die ist von einer ganz anderen Marke. Also da gucke ich, was mir gefällt. Und was ich so, was mir auch gerade, hier ist von noch ganz andere, was mir gerade so einfach auch in Sinn kommt. So, dann habe ich hier, ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt, hier und hier Riesenwollknäule. Hier hinten noch. Big Mama von Gründel heißen die. Diese sind das. Die nehme ich total gerne. Für Pullis, Strickjacken, ein Kleid habe ich mir davon schon gestrickt. Also da kommt ihr auch super mit aus. Hier seht ihr es, hier sind zwei. Da wollte ich mir einen Pulli von stricken. Ja. Achso, hier seht ihr noch andere Sockenwolle von Gründel. Ja. Genau, das so für Pullis und für Socken. Für Schal oder weiß der Geier was, da kaufe ich mir auch so solche Packs hier. Am liebsten in Viererstärke, weil ganz ehrlich, hier diese Dreierstärke, die nehme ich dann lieber für Socken. Und dann habe ich hier sowas, da habe ich einen Schal für meine Schwiegermutter gestrickt. Oder hiervon habe ich mir auch einen Pulli gestrickt. Das war irgendwie so ein Pack. Das ist jetzt der Rest, also sowas halt, ne? Was haben wir denn hier noch? Ich muss mal gucken. Also wie ihr seht, bin ich, was Sockenwolle angeht, ganz flexibel. Ich habe hier noch Restewolle, die will ich gleich hier mit dran stricken. Dann habe ich hier diese mit Aloe Vera und Öl. Also am liebsten halt nehme ich die von Gründel, weil da kann, also da kann echt nichts schief gehen. Die ist super, auf die schwöre ich auch. Aber es gibt halt noch so viele andere Sockenwolle, boah, also da bin ich absolut nicht festgelegt oder weiß der Geier was. Ja, was allerdings Stricknadeln angeht, da hatte ich euch ja jetzt auch ein Video dazu gemacht mit den Trios. Ich finde die super. Ich habe ja schon oft gesagt, das Prinzip, ne? Ich finde sowas von geil, aber auch hier, ich stricke mit denen und ich stehe mit denen einfach auf Kriegsfuß. Es ist echt, also wie gesagt, ich finde das so schön, weil man ja wirklich hier, du kannst auf der einen Nadel kannst du die eine Hälfte stricken und auf der anderen Nadel kannst du die Ferse und das unten drunter und alles stricken. Super vom Prinzip her, wirklich. Aber boah, ich stricke auch in denen. Ich stricke eh schon sehr, sehr fest, habe ich das Gefühl. Nach jeder Masche ziehe ich irgendwie aus. Ich mache es ja nicht mit Absicht. Aus Versehen ziehe ich immer noch mal richtig fest die Masche. Wenn ich stricke, dann mache ich immer noch mal irgendwie. Ja, und ich habe das Gefühl, mit denen hier ist es noch mehr, noch fester wie auf dem Nadelspiel. Ich weiß auch nicht wie. Vielleicht ist es auch nur das Gefühl. Ich habe keine Ahnung. Also das, wie gesagt, vom Prinzip her, weil ich ja schon ganz viel Hate dafür abbekommen habe, finde ich die super, aber irgendwie, also ich probiere es ja auch immer wieder, ne? Und ja, naja, aber wie gesagt, also vom Prinzip her, und wenn ihr mit denen klarkommt, gibt es, also um Gottes Willen, dann habt ihr auch nicht so viele Übergänge, habt nur zwei Nadeln. Wie gesagt, ich finde die super, die Nadeln, aber I can't help myself. Kennt das noch einer von den Kellys? Ich kann mir echt nicht helfen. Es ist wirklich, ich finde es selber schade, weil die sind auch richtig teuer. Und wie gesagt, vom Prinzip her, ich habe es jetzt schon tausendmal gesagt, finde ich die echt super. Aber ich, keine Ahnung, was mit mir los ist.
Deshalb schwöre ich ja auf mein Nadelspiel. Das habe ich euch auch unten verlinkt, diese Nadel natürlich auch, ne? Wie gesagt, ich finde die ja im Prinzip super in der Umsetzung. Ich habe mich stets bemüht, würde man wahrscheinlich sagen. Ja, und ansonsten habe ich halt hier mein Nadelspiel in verschiedenen, also ich habe welche aus Metall, da hatte ich euch auch schon mal ein Video zu gemacht. Ich liebe das aus Bambus, aus Holz. Deshalb stricke ich auch mit denen aus Holz. Ich habe die nochmal aus so klein in Metall. Und diese Novelle, die sind länger her, weil ich irgendwann mal gesagt habe, wenn ich stricke, mich nervt das, dass die mir so in der Hand liegen. Ja, aber ich habe auch riesen Hände. Und da wurden mir diese Novelle empfohlen. Die sind halt etwas länger. Aber ja, da habe ich andere Probleme mit. Wie gesagt, ich stricke halt auch gerne einfach mit Holznadeln, also Socken und sowas. Ja, mein Nadelspiel, wie gesagt, das liebe ich ja über alles. Und ja, man hat ja sonst die Socken auf den vier Nadeln. Ich habe jetzt gar keins hier. Und das entfällt halt hier einfach, ne? Ja, jetzt sind wir schon wieder hier bei einer Review darüber. Das wollte ich gar nicht. Das war gar nicht mein Ziel. Und dann habe ich einen Korb voller aller möglichen Nadeln, Rundstricknadeln in allen möglichen Längen, Stärken und weiß der Geier was. Das hat sich so angesammelt über die Zeit. Ach, ich kann euch noch was verlinken. Das ist richtig, richtig gut. Das ist gut, dass ich jetzt das Video mache. Da komme ich auch mal ein bisschen darauf. Zum einen dieses Brett. Da könnt ihr hier alle möglichen Nadeln durchschieben. Und dann, wenn es nicht mehr draufsteht, seht ihr die Größe. Jetzt mit einer Hand ist es natürlich... Das ist eine Fünfernadel, genau. Und wenn ihr nicht mehr sicher seid, was die Nadel für eine Größe hat, super finde ich das. Also wirklich, das hat mir auch schon viel erspart. Und dieses Nadelset, ich hatte ganz zum Anfang, als ich angefangen habe zu stricken, hatte ich diese Nadeln und dann haben die so ein Seil da drum gespannt gehabt. Und da bin ich ein, zwei Mal nach dem Schalstricken dadurch und dann ist dieses... schönes Seil einfach gerissen und dann habe ich mir das gekauft und damit bin ich echt super zufrieden. Habe ich auch zweimal, einmal für unterwegs, einmal für hier zu Hause und halt wie gesagt dieses Brett, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, wo man das bekommt, wie ich da dran, ich verlinke es euch, dann werde ich ja sehen, wie es heißt, oder ihr könnt dann sehen, wie es heißt. Stricknadeln, irgendwelche kaufe ich mir dann immer, ne? Für alle möglichen Projekte. Ich glaube, die hatte ich jetzt für Ärmel oder so gekauft. Ja, habe ich halt einige, ne? In verschiedenen Seillängen auch, weil ich stricke ja auch gerne diese Dreieckstücher. Und die sind dann natürlich, da komme ich mit dieser Seillänge, hat das keinen Wert. Aber so die ersten paar Runden damit oder die ersten paar Meter damit ist das schon ganz angenehm. Ja, wie gesagt, das waren so meine Top-Produkte zum Stricken. Mal ein anderes Video und dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao! Und wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst, gerne Daumen nach oben, Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. So, bis dann. Ciao!